Sehfest auch? Wetter passt, Angebot auch. Ich habe ja gestern aus meinem Dienstzimmer heraus schon den Aufbau mitverfolgen können. Ganz viele fleißige Hände, starke Männer haben hier die Bühne aufgebaut und die Zelte. Das war toll mit anzusehen. Jetzt langsam füllt sich hier der Kreaplatz. Das ist eine tolle Sache. Und uns erwartet ja auch ein super Programm, das muss man ja auch mal sagen. Das stimmt. Es ist ein super Programm. Und da, also Sie haben ja ein eigenes Mikrofon, Herr Kiemann. Wenn man sich überlegt, das Sehfest hat auch seine 30 Jahre auf dem Buckel. Man muss es ja quasi jedes Jahr neu erfinden, so ein bisschen. Und im letzten Jahr haben wir ja tatsächlich einen großen Schnitt gemacht. Wir haben sozusagen das Sehfest nochmal rundum renoviert. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, neuen Sehfest? Also ich glaube, das Sehfest ist jedes Jahr besser geworden und vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, also im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, hat es nochmal ein bisschen an Qualität gewonnen. Eins war ja immer gleich über 30 Jahre, Sonne hatten wir eigentlich fast immer. Ich finde, das ist auch eine gute Voraussetzung dafür, oder? Ich meine, da hat jeder gleich gute Laune und vor allen Dingen, es macht auch Spaß, hier mal auf dem Markt zu bummeln, sich von so ein bisschen treiben zu lassen auch letztendlich und die ein oder andere Köstlichkeit zu probieren. Ja, es gibt ja unheimlich viel Leckeres, also das ist ganz verführerisch. Ich werde hier auch nicht gleich ganz ohne irgendwas Leckeres über den Platz schreiten können. Insofern, ich glaube, das ist extra so gelegt, dass die offizielle Öffnung gegen 13 Uhr ist, sodass man danach dann nochmal lecker irgendwo essen gehen kann. Ja, man kann vorher einkaufen gehen, kann dann schön zum Mittag essen, kann dann nachher nochmal einkaufen gehen, ist für alles gesorgt und stimmt eigentlich alles. Was ist so Ihr Highlight, wenn man so sich überlegt, ich gehe jetzt aufs Sehfest, worauf freuen Sie sich am meisten an? Also ich finde das Kinderprogramm sehr gelungen, damit lockt man auch Familien hier zum Sehfest, ist eine gute Idee. Persönlich ist mein Highlight allerdings Pussycat, weil das ist so der heimliche Star aus meiner Jugendzeit und da merkt man, man ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber man erinnert sich auch gerne an die Jugend zurück, wenn man die Songs von damals hört. Mississippi, sind Sie textsicher? Textsicher weniger, ne? Also eher beim Steigerlied, aber das gibt ja gleich auch noch groß hier so ein Steiger-Flashmob, habe ich gehört. Ja. Aber das ist schön, wenn man die Songs hört, auch diese Hossa-Band, die noch auftritt, das ist natürlich klasse, das sind Songs von gestern, die man immer wieder gerne hört. Und die werden ja heute auch noch von den jungen Leuten zur Party gehört, das ist gar kein Thema. Das heißt, und Blue Rocks natürlich, klar. Heute Abend die Lokalmatadoren, ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen Ihnen direkt einen Platz in der ersten Reihe schon reservieren? Ja, unbedingt. Also da würde ich drum bitten. Ne? Sehr schön. Was ist Ihr Highlight? Also wenn wir jetzt mal tatsächlich schauen, klar, also ich meine, Pussycat ist natürlich Wahnsinn. Also finde ich großartig, dass wir Sie nach Mahl holen können und hier auf die Bühne kriegen. Was ist sonst so? Was macht den Reiz aus? Also Pussycat ist sicherlich das Highlight heute. Ich bin aber auch nicht textsicher. Ich bin genauso diplomatisch wie Herr Hahn. Okay. Aber sonst müssten wir hier noch gemeinsam vorsingen. Das würde vielleicht dazu führen, dass ich hier ja, ich als Wert... Zumindest die erste Wollen wir lieber Reihe, nicht. Ja. Wollen wir lieber nicht. Aber wir haben ein rundum interessantes Programm am Samstag, am Sonntag. Überall ist irgendwo was Spannendes für jeden dabei. Wir haben den verkaufsoffenen Sonntagmorgen im Stern, wo die Leute auch noch bummeln und einkaufen können. Wir haben auch dieses Jahr zum ersten Mal WLAN im Stern. Malocha.de, auch ein Thema. Ich habe mich gerade schon eingeklinkt, super. Können Sie sich einklinken, ja, immer online. Das genau ist auch ein Novum in meiner Stern und guter Kundenservice. Insofern ist eigentlich rundum für alles gesorgt. Ja, also bitte Selfies vom Sehfest und direkt dann auf Facebook posten. Ne? Das darf auf gar keinen Fall fehlen, glaube ich, im Jahr 2015. Morgen dann ja das große Feuerwerk. Ich habe gerade schon gesagt, Herr Arndt, wo ist denn sozusagen der Platz, wo man stehen muss, um den besten Blick zu haben? Auf dem Dach der beiden Türme. Also, da können wir ja nicht alle drauf. Ja, aber ich kann da drauf. Ich habe ja den goldenen Schlüssel. Ich habe gehört, der wurde gerade schon vermisst hier auf der Bühne. Ich dachte, wir machen den Deal, Sie dürfen Pussycat hinter der Bühne mal hautnah treffen und dafür kriege ich den goldenen Schlüssel. Ja, die ist wunderbare Georgie mal einmal zusammen ja, mit der oder? Sängerin singen dürfen. Das wäre natürlich ein echtes Highlight. Ne? Nein, aber das Sehfest mit seinem wunderbaren Feuerwerk zum Abschluss, das kann man überall hier auf dem Kreaplatz wunderbar sehen. Da braucht man keinen exquisiten Platz. Das ist ein Höhenfeuerwerk. Das kann man über ganz Mahl sehen und wahrnehmen. Und das kommt immer sehr, sehr gut an den Menschen. Man muss insgesamt sagen, dass die Werbegemeinschaft sich wieder unheimlich bemüht hat, hier ein tolles Programm auf die Bühne zu bringen, den Menschen hier etwas zu bieten, den verkaufsoffenen Sonntag interessant zu gestalten. Ich bin ja sowieso der Auffassung, dass der Malerstern viel, viel besser ist als sein Ruf. Das ist ein toller Ort eigentlich, um einkaufen zu gehen und das Sehfest rundet das noch ein bisschen ab.
und lockt vielleicht den einen oder anderen nochmal am Mahl, der es noch nicht kennt. Und das Programm drumherum ist ja wirklich auch dieses Jahr wieder toll. Wir haben tolle Stände, es sind Stelzenläufer da, wir haben gleich ja auch die Rocketeers, die noch drumherum laufen werden. Man kann sich tolle Sachen anschauen an den Ständen, ne? Bei den Handwerkerständen, es wird gesponnen, es wird geklöppelt sozusagen. Wir haben frische Aale, wir haben frischen Honig hier. Also es lohnt sich tatsächlich einfach mal eine Runde zu drehen und sich inspirieren zu lassen und einfach mal zu schauen, wie geht das überhaupt eigentlich, was man sonst so vielleicht nur aus dem Supermarkt oder aus dem Kaufhaus kennt. Ich finde, das ist ganz toll, dass man hier nochmal so ein bisschen Handwerk tatsächlich auch hautnah erlebt. Das ist, glaube ich, echt auch ein ganz tolles, ja, Konzept letztendlich hier beim Seefest. Herr Magnusson, sind Sie zufrieden mit der Auswahl? Ja, also da gibt es gar nicht irgendwo eigentlich, sondern das ein klares Ja. Ja. Und ganz besonders freut einen natürlich, wenn die Worte, die man eigentlich so als Schulterklopfen braucht vom Bürgermeister der Stadt kommen, er hat recht. Wir haben uns in der Werbegemeinschaft, und da steht ja der gesamte Vorstand für da, uns aufs Papier geschrieben, den Kunden etwas, ja, etwas zu geben, wo sie nichts dafür bezahlen müssen. Hier kann man tatsächlich den ganzen Tag sitzen, hat Kinder- und Familienprogramm und das Ganze kostenlos. Und das ist auch ein Dankeschön, denke ich mal, an die ganze Kundschaft und auch ein bisschen die Verantwortung, die wir so in der Stadtmitte auch mittragen, dass es natürlich eine lebendige Stadtmitte ist, die eben nicht urban gewachsen ist, wo der Marktplatz eigentlich vor 500 Jahren schon da war, sondern hier müssen wir immer so ein bisschen mehr tun. Aber insgesamt, Herr Petzold, ganz klar, ja. Ja. Ich finde es besonders toll, auch dass letztendlich auch ja im Malerstern das Angebot zum Seefest dann nochmal größer wird. Wir haben den Inner Wheel Club, der noch eine Aktion hat. Wir haben auch, ja, es ist natürlich ein trauriges Ereignis letztendlich mit AV, aber wir haben an der Gelegenheit jetzt direkt am Eingang dann ja auch nochmal eine Ausstellung, die den Bergbau aus Malen nochmal in den Vordergrund rückt. Das Ganze ist tatsächlich jetzt nochmal hier so ein tatsächliches Malerfest, so ein Zusammenstehen dann auch in der Situation. Ja, das ist eine traurige Angelegenheit für uns hier in Mahl. 110 Jahre Kohleförderung, 116 Jahre Bergbau, das prägt, das gibt Identität. Auch kulturell ist das ein Moment. Und wenn so ein Bergwerk dann geht, dann hat das nicht nur einen wirtschaftlichen Aspekt. Und dass es Menschen gibt, die heute auch nochmal daran erinnern und sagen, jawohl, das war unsere Vergangenheit, jetzt wollen wir die Zukunft aber auch ordentlich gestalten. Das finde ich ganz toll, dass die Künstlergruppe mitmacht, ja, dass sie knapp mitmachen, dass die SPD mitmacht, die Werbegemeinschaft mitmacht. Ist eine tolle Sache, und zwischen dem Bummel kann Vatern oder Muttern vielleicht mal in die Ausstellung gehen, Tässchen Kaffee trinken. Ja. Man kann sich hier vergnügen auf dem Kreaplatz. Es ist wirklich ein sehr rundes Programm an diesem Wochenende, gelungen wie selten. Also eine tolle Geschichte. Ich habe es mir auch gerade angeguckt, es lohnt sich tatsächlich, also es ist echt sehr schön gemacht. Wollen wir zum offiziellen Teil sozusagen schreiten, Herr Arndt? Möchten Sie offiziell das Seefest eröffnen?